Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen und einen wunderschönen zu einer neuen Folge zur zweiten Mission hier in Age of Mythology Retold. Beim letzten Mal haben wir auf Atlantis gekämpft und den Hafen gegen einen Angriff von Piraten verteidigt, die uns aber leider Gottes den namensgebenden Dreizack des Poseidon geraubt haben. Danach sind wir aufgebrochen Richtung Troja und sind gekommen bis zu einer mysteriösen Insel hier zwischen Spanien und Algerien müsste das sein, das heutige Algerien, wenn mich meine Geografiekenntnisse nicht täuschen. Aber das spielt hier natürlich keine Rolle. Camus, der Minotauros, hat den gestohlenen Dreizack aus Atlantis in das Lager auf seiner Insel gebracht. Aber Acanthos will ihn für sein Verbrechen zur Rechenschaft ziehen. Also, Konsequenzen und Bestrafung. Sorry übrigens, falls in der letzten Folge, ich glaube, da waren die Dialoge, die Textsequenzen der einzelnen Figuren ein bisschen leise. Ich habe das angepasst. Ich glaube, es müsste... Wir gehen nochmal 45% noch hoch, dann sollte das funktionieren. Ist immer Feintuning, wenn man ein Spiel das erste Mal neu macht. Genau, finde ich eigentlich ganz steil, dass hier so Atlantis mit vermutlich einer Fantasieform der Insel so einfach auf die reale Karte draufgesetzt wird. Vielleicht war das wirklich alles, was nötig war, um Poseidon zu besänftigen. Schwarze Segel, Backbordseite! Und er führt uns auch zu Carlos. Bogenschützen, haltet eure Bögen bereit. Bereitet euch vor, sie werden dafür bezahlen, dass sie Poseidon und Atlantis beleidigt haben. Okay. Um Carlos zu besiegen, müssen sie weiterbauen und ins klassische Zeitalter vordringen. Alles klar. Die Dorfbewohner sammeln die benötigten Ressourcen, um Einheiten auszubilden, Gebäude zu bauen und Technologien zu erforschen. Ein paar Toxotei. Um schneller Ressourcen zu sammeln, müssen sie mehr Dorfbewohner ausbilden. Ein Zelt. Ah, und ein Speer. Vulome. Dazu ein Transportschiff und eine Trireme. Entschuldigung, drei Triremen. Gut so. Prostag Orthos. Pani. Ach ja, herrlich. Vulome. Gut, haben ihn gefunden, den komischen Minotaurus, oder zumindest einen seiner Türme. Theseus und Atalante. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, also... Die Dorfbewohner müssen Häuser bauen, um ihre wachsende Bevölkerung unterzubringen. Ich habe immer wieder in der Vergangenheit... Let's Plays und Matches im Skirmish-Modus gesehen. Aber wie gesagt, selbst gespielt habe ich es noch nie. Na, aber immer schon wieder, natürlich immer wieder gedacht, wäre doch mal an der Zeit. Und dann wurden natürlich die Berichte konkreter mit Retold hier, dass das unterwegs sein soll. Und dann hatte es eher was von kommen. Ich warte damit, bis der Spaß hier wirklich raus ist. Und ich kann jetzt in der zweiten Mission schon sagen, das Warten hat sich gelohnt. Und ich glaube, es soll ja vor allem insgesamt auch sehr gut ankommen. Dieses fantastische Spielchen. Sammeln Sie 400 Nahrung. Tekton. Werden wir tun. Wieder diese Schleuderer schon ist. Und ein Tempelchen. Herrlich, herrlich stimmungsvoll. Auch das kommt in Videos bei diesem Spiel sehr gut durch, wie stimmungsvoll dieses Game eigentlich sein kann. Ganz ehrlich.
gebe mich den Tempel. Ich glaube, Gunst werden wir zwar vermutlich noch nicht so groß brauchen. Um in das nächste Zeitalter vorzudringen und tödliche mythische Einheiten zu erschaffen, müssen sie einen Tempel bauen. Bin schon dabei. Sehr gut. Benutzen Sie das Befehlsmenü im Dorfzentrum, um ins klassische Zeitalter vorzudringen. Jawollo. Okay, Ares oder Hermes? Pest. Wollen wir Zyklopen? Oder Zentauren? Diese Geschichte mit dem Waffenstillstand, das habe ich schon mitbekommen, dass das gibt aus diversesten Skirmishes. Na komm, Ares. Sie können im Menü Dorfbewohner-Prioritäten eine Voreinstellung auswählen, um Dorfbewohner automatisch auf Ressourcen zu verteilen. Eine Voreinstellung. Ich würde fast sagen, herzlichen Dank, aber das mache ich selbst. Das dirigiere ich selbst. Außer das Spiel will es von mir. Dann natürlich nicht. Und die Voreinstellungen bedeuten jetzt, dass es diese liebe Gazelle umzunudeln, oder wie? okay, es gibt hier an dieser Stelle mal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Der Kataskopos ist ein schneller, fähiger Späher. Mit ihm können Sie die Karte schnell erkunden, um Rohstoffe und Feinde zu finden. So, da sind wir wieder, wollte ich gerade sagen. Aber die liebe Athene wollte mir noch gerne etwas erklären. Sie brauchen mehr Soldaten, um Camus zu besiegen. Errichten Sie eine Militärakademie und einen Schießstand, um sie zu erschaffen. Nee. Nee, das errichten wir nicht. Finde ich einfach herrlich. Nee. Okay, eine Militärakademie. Leje? Ah ja, genau, so war das. Das ist doch bei jedem Volk unterschiedlich, was ich so mitbekommen habe. Da kann ich wieder mein Noobtum offenbaren. Aber du gehst mal beten, dann haben wir ein bisschen Gunst. Ja, mittlere Infanterie klingt gut. Bauen Sie Mauern und Türme, um Ihren Stützpunkt gegen feindliche Angriffe zu verteidigen. Einmal aufgewertet, schießen die Türme Pfeile auf Gegner. Prostagma. Angriff. Vulome. Pani. Unterstützt ihn. Vulome. Aber wenn der Zyklop nicht wirklich Unterstützung nötig hat. Ach ja. Angriff. Der hat seinen Spaß, der regelt das. Okay, dann bitte ein paar Hupiten. Die werten Helden werden wir uns dann auch noch gönnen. Einfach eine schöne Truppe. Ich würde einfach gerne eine schöne Truppe dann haben zum Angriff. Zum Angriff. Um weitere Schiffe zu bauen, müssen Sie zuerst einen Hafen bauen. Ja, danke. Und einen Schießstand. Einfach schön. Einen schönen Truppenaufschwung. Was haben wir hier? Ah, ein Pegasus. Stimmt, fliegende Speer ohne Angriff. Ja. Und hier brauchen wir 18 Gunst. Für weitere Zyklopen. So, und die liebe Athene hätte gerne, dass wir uns noch einen Hafen gönnen. Das können wir auch machen. Und die mittleren Fernkampfsoldaten. Ares verleiht Toxotei den Bogen des Grauens, dank dem Pfeile unglaublich schnell fliegen und mehr Schaden anrichten. Ja, klingt auch gut. Und du hörst mal schnell auf. Du baust noch ein paar wunderbare Häuser. Genau, und dann holen wir uns auch noch ein bisschen Gold. Leje.
Ein bisschen. Ah, hier ist auch noch was, aber hier könnte man eigentlich zumachen. Brauchst du einmal? Na komm, du baust einmal hier ein Lagerhaus. Lagerhaus hieß es, ne? Ja. Wie gesagt, also ich bin in diese werte Age of Empires Reihe eingestiegen, die altehrwürdige Reihe mit damals Age of Empires 1. Deswegen wird es für mich immer die Lagergrube sein, ganz egal was da steht. Das habe ich einfach abgespeichert und das ist es einfach. Okay, da fehlt uns natürlich das Gold. Bei den Hopliten auf jeden Fall auch. Kein Problem. Dann hauen wir ein bisschen rein. Ja, Technologien. Ja, vielleicht gibt es ja hier irgendwo schon Reliquien. Möglich wäre es. Hetimos, Orthos. Ne. Wie die Griechen immer so schön sagen, ne. Leje, esto. Und wenn die Athene das schon so schön vorgeschlagen hat, finde ich geil, dass Holzmauern nicht Holz kosten, sondern Gold. Was haben wir hier? Ein Hippocamp. Yes. Also so ein Erkunder auf See praktisch, ne? Alles klärchen. Ein Erkunder auf See. Können wir Fische machen? Ein paar Fischileins. Wäre ganz nett. Den Bogen des Grauens können wir mal nehmen. Ja. Jetzt. Gut. Stimmt, und was wir noch, auch noch haben oder machen könnten, natürlich eine Rüstkammer. Die, von der weiß natürlich der geneigte Age of Empires Spieler auch, dass die natürlich früher unnötig war in Age of Empires 1, dafür gab es ja die Lagergrube. Ne? Und ich muss auch sagen, ich habe das nie hinterfragt, wieso oder wie eigentlich irgendwer damals auf die Idee kam, zu sagen, wir bauen jetzt kein Schmiedegebäude, obwohl das eigentlich logisch wäre, für Einheiten-Upgrades, sondern wir machen das an der Abgabestelle. Für Ressourcen. Tapinos. Etimos. Ist eigentlich schon auch interessant, so als Gameplay-Entscheidung. So, wir hauen ein bisschen rein. Jo, hau einfach mal alles. Nimm einfach mal alles. Lege. 11 Toxoten. 8 Hopliten. Und mehr. Einfach mehr. Ah jo. Ah, die Piraten haben ebenfalls eine Basis, alles klar. Prostagma. Napinos. Bis zu 5 können hier sein, oder ist das ohne Begrenzung? Also enthaltene Einheiten sind das, okay. Ja. Wololo, wololo, wololo. Etimos. Tapinos. Okay. Ja, lass den mal weg. Etimi. Wir haben eh einiges an Nahrung, da können wir eh nicht klagen. Dekton, 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 Esto. Bauen lieber. Und ein paar Hobliten. Phobos Speer der Panik. Okay. Daimos Schwert der Furcht.
Na, könnte ich übers Pisten. Dann könnte man dich übers Pisten vermutlich bauen, wenn wir das hier erforschen. Ein Zeitalter früher. Naja, egal, wir machen das mit Hobbiten. Und du. Okay, das ist dieselbe Technologie nochmal, verstehe. Genau, und ich hätte auf jeden Fall noch ganz gerne ein paar Zyklopen noch dazu. Existiert der Speer eigentlich noch? Der Kataskopos. Vulome. Da lernt man echt noch Griechisch. Interessant. Orthos. Griechisch. Pani. Vulome. Pani. Okay. Orthos. Vulome. Orthos. Vulome. Πρόσταγμα, πάνι. Λέγε, ορθώς. Πρόσταγμα, ναι. Πρόσταγμα. Λέγε. Βούλουμε. Έτοιμος. Hau noch einen raus. Έτοιμ, βούλουμε. Ορθώς. Πάνι. Ein schöner Hintereingang. Könnte man eigentlich schön von zwei Richtungen aus angreifen, wobei das in der zweiten Mission vermutlich nicht so notwendig sein wird. So viel Taktik. Finden Sie den Sturz des Dreizacks zweitens Konsequenzen das Schiffswrack. Naja, sehr schön, dass es was zu entdecken gibt. Und auch Piratenschiffe kann man hier entdecken. Ein wahres Träumchen. Ein wahres Träumchen. Okay. Oh, Anubiten. Prostagma, Pani. Hätimone. Lege, Orthos, Hätimos. Vulome, Ismachin. Wir werden sie wegbitten, die Anubiten. Vulome, Pani. Lege, Lege. Ne. Καλώς! Καλώς! Τα φύγε! Εις μάχη! Άρα, σε σχένε τοξούχν μάσε! Πάνι! So ein bisschen als kritische Masse, warum nicht? Macht doch Spaß. Ein bisschen stoppen wir doch auf. Ah, ältesten Zyklopen. Bitte sehr. Wie das mit der Bevölkerung ist, weiß ich tatsächlich noch gar nicht so genau. Aber wir hauen einfach mal noch ein paar Häuser rein. Wir werden sie dann schon sehen. Aber vermutlich wird es jetzt nicht so notwendig sein, in der zweiten Mission alles aufzufahren. Aber hey, wenn wir schon können, dann... Wer kann oder wer hat, der kann. Holen Sie Poseidons Dreizack zurück. Ich möchte doch sehr bezweifeln, dass der immer noch da ist, weil... Ich glaube, die Kampagne hat wie viel? 36 Missionen? Ich weiß von dem Let's Play, das ich mal geschaut habe, dass die Kampagne durch alle drei Basisvölker ja so durchgeht. Prostagma. Hätimos. Und dass man daher natürlich alles sehen kann. Aber die Story wäre dann doch ein bisschen schnell aus. Wir speichern das mal. Die Story wäre dann doch ein bisschen schnell aus, wenn wir den Dreizack hier gleich wiederfinden würden. Blitten nach vor. Orthos. Prostag Vulome.
Προσταγμά. Πάνι. Βούλα. Βολή. Πέτρο. Προσταγμά. Ρουτσι οίχ. Έτσι. Προσταγμά. Χώρο. Καλώς. Λέγε. Ορθός. Bestimmt bekämpft man natürlich auch die Seebären mit den Triremen. Prostagma. Poro. Prostagma. Kalos. Okay, wir gehen jetzt einfach mal durch und kommen zum Beispiel mit dem TC. Poro. Ich wollte. Ich mag. Es ist jetzt nicht so notwendig, dass wir uns hier auf allen Schlachtfeldern präsent zeigen müssen. Würde ich mal sagen. Ich dachte jetzt echt, wir müssten dem Gameplay-mäßig noch nachlaufen. Aber gut. Ein anderes Mal, Akanthos. Dein Glück wird enden. Ich werde da sein, um es zu sehen. Dein Kopf wird an meinem Mast hängen, Atlanta. Eines von Poseidons Kindern begünstigt immer noch unsere Feinde. Bringe den Dreizack an Bord des Transportschiffes. Wir schicken ihn sofort zurück nach Atlantis. Oh, okay. Er ist doch schon da. Ich habe nichts gesagt. Er ist doch schon da. Alles klar. Okay, gehen wir ins Kampagnenmenü. Nur die Oberfläche. Okay, wir sind nächstes Mal schon in Troja. Totlovor Pharao lässt grüßen. Aber welche Abenteuer uns vor Troja erwarten werden, das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn ihr wieder einschalten mögt, um zu sehen, wie ich, der fantastische Doc von Gfunden Games, dieses Spiel on the fly lernt. Es wird absolut grandiosigst. Und mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage grüß euch und Tüdelü.